Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video von mir und freue mich natürlich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, es geht euch gut und falls nicht, wünsche ich euch schnelle und gute Besserung. Ja, mir geht es soweit ganz gut, außer dass ich heftigsten Muskelkater habe in den Oberschenkeln. Ja, wir waren gestern, meine Eltern, meine Schwester und ich, wir haben uns endlich mal wieder zum Joggen verabredet. Zuletzt waren wir, glaube ich, im Januar joggen. Ja, so Mitte, Ende Januar. Ja, dann war das Wetter wieder nicht so. Aber gestern war es recht schön. Gestern war Samstag, heute haben wir Sonntag. Und ich hoffe, ihr könnt dieses Video auch am Sonntagabend genießen. Deshalb habe ich mich auch schon so weit vorgeschminkt. Ja, genau. Also Muskelkater, aber ansonsten geht es mir gut. Und ja, es geht jetzt darum, ich habe gestern meine Douglas-Bestellung bekommen. Denn ich weiß nicht, vor ein paar Wochen hat mich jemand auf Instagram angeschrieben, hat mir ein Foto geschickt, das von der Firma Love oder Loof, gibt es ja auch bei Douglas. Ja, da gibt es wohl Lippenstifte, die tragen alle Vornamen, weibliche Vornamen. Und ein Lippenstift trägt meinen Namen, Nadine. Und sie hatte mir ein Foto geschickt und sagte, das wäre, glaube ich, deine Farbe. Ja, und dann habe ich mir den bestellt. Dann habe ich geguckt und dann habe ich mir gedacht, wenn es schon einen Lippenstift mit meinem Namen gibt, wo die Farbe auch passt, wenn es jetzt knalliges Rot gewesen wäre oder irgendwie so ein Aprikot, trage ich ja nicht so gerne. Ich finde Aprikot, alles was so ins Orange geht, steht mir auch nicht sonderlich. Ja, dann kam gestern die Bestellung an, der war auch noch so eingeschweißt in Folie. Ich habe ihn mal rausgeholt. Ich finde die auch schön aufgemacht, schlicht in Schwarz und hier seht ihr die L.O.V. Loof. Und das ist die Color and Care Lipstick Lip Affair Reihe. Ich schreibe euch die Produkte, auch was ich jetzt schon im Gesicht trage, schreibe ich euch in die Infobox. Und auch was ich auf die Nägeln trage ich heute nur so einen Nagelaufheller, den ich aber auch sehr schön finde. Schreibe ich euch alles in die Infobox, müsst ihr mal reinschauen. Ja, und der heißt 580 Nadine's Berry. Also das sind meine Beeren quasi. Ja. Genau. Ja. Und den habe ich jetzt nur ausgepackt und mir angeschaut. Ich habe ihn noch nicht benutzt. Und der sieht so aus. Ja, das ist so ein, ja, ich würde sagen Rosenholzrot. Ich finde auch schön, die haben dann hier, also wenn man den rausdreht, das ist jetzt alles an Produkt. Und hier sehen wir das Markenlogo nochmal eingeschweißt. Und hier haben wir auch nochmal so ein Kringel. Weiß ich nicht. Ich swatch den jetzt erstmalig und den möchte ich auch gleich auftragen. Und ich danke dir nochmal, ja, dass du mich quasi darauf aufmerksam gemacht hast, dass es einen Lippenstift gibt. Wow, mit meinem Namen. Ich würde schon sagen, also sehr gut pigmentiert und hat so einen leichten Sheen. Also ist nicht matt. Es sei denn, er trocknet noch an, aber ich glaube nicht. Ja, der sieht so aus. Das ist so ein Rosenholzrot und ich glaube, das ist so eine Alltagsfarbe. Wunderschön. Und schön ist auch der Verschließmechanismus, das ist magnetisch. Ne? Ja, wie viel Gramm? 3,7 Gramm. Ja, und hat gekostet, ich meine, knapp unter 10 Euro, 9,99 Euro oder 95 Euro. Und ich hatte mal einen in Rot, den hatte ich, glaube ich, in der Glossybox damals, als ich die Glossybox noch abonniert hatte. Den habe ich dann weitergegeben, ja, weil ich nicht so die Rotträgerin bin. Und das ist jetzt quasi mein erster wieder. Ja, sonst habe ich von der Firma noch keinen Lippenstift und den möchte ich mir dann gleich auch auftragen. Und ich finde die Farbe wirklich wunderschön. Und aus der Reihe gibt es noch mindestens, würde ich sagen, 8 weitere Lippenstifte mit Vornamen. Ich weiß jetzt nicht mal die ganzen Namen, aber ein Lippenstift hieß Jana. Ja. Genau. Ja, und dann habe ich so geguckt, als ich bei Douglas bestellt hatte. Und ja, dann habe ich bei Smashbox, ich schaue dann schon mal bei Douglas Make-up Neuheiten. Und dann war ein Produkt aufgelistet von Smashbox. Eine Lidschattenpalette, beziehungsweise diese Reihe gibt es in verschiedenen Farbzusammenstellungen. Und ich habe mir eine ziemlich knallige Farbzusammenstellung ausgesucht. Das ist eine süße kleine Palette von Smashbox. Ich habe die jetzt noch in dem Umkarton
Und vielleicht, wenn ich das jetzt so kippe, schaut mal genau auf dieses Zeichen. Wie nennt man das noch? Seht ihr? Das verändert sich dann. Dann wird es kleiner. Dann, ja, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Total süß. Die nennt sich Covershoot Bold und hat Electrify Your Eyes. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Bezeichnung ist. Hier steht Covershoot Bold. Und die gab es dann halt noch in nudigen Farben, in matten, in schimmernden. Dann irgendwie war da so eine Palette aus der Reihe mit Grün. Und ja, und ich, ihr seht schon hinten, ich habe mir diese ausgesucht. Ich stehe ja auch auf bunte Farben. Und ja, wenn man die rausnimmt, sieht sie so aus. Vielleicht könnt ihr das, jetzt kann man es vielleicht besser erkennen. Wie nennt man das nochmal? Voll cool. Ja. Es sind insgesamt, wenn ich das richtig sehe, 6,2 Gramm. Das heißt, es ist nicht wirklich viel hier drin, aber gekostet hat die, glaube ich, 29 Euro. Ich habe ja schon von Smashbox eine Palette, die ich sehr mag. Und jetzt klappen wir die mal auf. Da haben wir hier auch einen Spiegel. Der ist noch mit Folie abgeklebt. Ja, die nehme ich jetzt mal runter. Zack. Oh, jetzt klebt die Folie hier an mir. Ja, und ich möchte halt überwiegend, also jetzt hauptsächlich den Lippenstift gleich ausprobieren und ein Augen-Make-up schminken mit der Smashbox-Palette. Und dann haben wir hier diese wunderschönen Farben. Wie man vielleicht erkennen kann, hier haben wir so ein helleres Tönchen, hier haben wir einen mit Schimmer. Und die unteren, die bunten Farben, 6 Stück sind das, glaube ich, ne, die sind matt. Also zumindest, finde ich, sehen sie matt aus. Wunderschön knallige, bunte Farben. Habe ich noch nicht geswatcht, ich war noch nicht drin. Ich kann ja mal in den hellsten hier reingehen. Da weiß ich nämlich nicht, ob der matt ist. Oh ja, doch. Ich glaube, der hat so einen ganz leichten Pinkstich. Ja, der ist so ein bisschen roséfarben. Schaut mal. Ja, ist der jetzt matt? Ja, der changiert so ein bisschen, seht ihr? Auf dem Finger sieht man das ganz gut. Der changiert so ein bisschen. Den kann ich mir gut vorstellen, glaube ich, zum Highlighten. Ja, der hat so ein leicht pink. Jetzt ist der Deckel wieder zu. Ja, der ist irgendwie magnetisch, glaube ich. Da muss man hier so in diese Mulde reinfassen. Ja, so. Ich swatche jetzt erstmal die bunten Farben einmal durch. Da haben wir hier ein schönes Rot. Oh ja, ich habe auch vorher noch keine Videos über diese. Die ist jetzt gerade erst rausgekommen und ich habe mir noch nichts angeguckt vorher. War natürlich ein Risiko, ne? Aber wenn man das hier so am Finger sieht, bleibst du jetzt auch auf. Ja? Ist das schon erstmal ja, vom Finger und Handswatch eine ganz gute Pigmentierung für matte, für einen matten Lidschatten. So, jetzt gehe ich in das Orange. Auch der sieht gut pigmentiert aus. Krümelt nur ein wenig. Und dann haben wir hier ein Gelb. Ja, das ist so ein schönes Sonnengelb. Ne, hier habe ich sie euch, also die knallen. Mal gucken, wie sie sich, ist ja das erste Mal. Und oft habe ich gemerkt, es liegt manchmal auch am Pinsel. Ne, manche Lidschatten lassen sich besser mit einem Echthaarpinsel auftragen, manche mit Synthetika. Ich werde es gleich ja ausprobieren. Dann haben wir ein wunderschönes Grün. Ein Blau. So ein Jeansblau. Und so ein, ja, es ist nicht richtig ein Lavendeltönchen. Es ist mehr so ein dunkles Pink. Wow. Ja, die sind alle, Moment, da habe ich nicht richtig geswatcht. Also die sind schon nicht schlecht, finde ich, von der Pigmentierung. Und das ist natürlich, die Farbzusammenstellung ist, weiß ich nicht, ich mag sowas. Und weil die so klein und niedlich ist, dachte ich mir, wenn wir 3 Tage jetzt, also Ende April, machen wir eine 3-Tages-Tour nach Belgien mit dem Chor. Und da wollte ich ja die Naked 2, die Basic-Palette mitnehmen. Und wenn ich dann richtig mal Bock habe auf Farbe, dann nehme ich, glaube ich, die mit, weil die so klein und süß ist mit Spiegel. Und ja, jetzt müssen wir noch den, diesen schimmernden. Da wüsste ich jetzt gar nicht, ist das mehr so ein blauer? Ich gehe jetzt mal rein mit dem Finger. Mal gucken, wie der so ist. Also ich würde sagen, der, seht ihr das? Also der ist definitiv nicht matt. Das ist so ein blau.
Ja, was bist du? Der hat so einen Pflaume-Unterton und so ein bisschen blauen Schimmer da drin. Seht ihr das? Also der ist ja irre. Der hat irgendwas Besonderes. Und ich glaube auch nicht unbedingt, es sah erst aus, als hätte der voll groben Glitzer, aber wenn, dann ist der Glitzer nur fein gemahlen. Ich dachte, also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der mir so gut gefällt. Wenn man den so im Fändchen sieht, ne, hier, der schimmert halt so ein bisschen, aber irgendwie, irgendwas hat der. Ist ja irre. Ja, das sind jetzt die Farben. Und ja, damit möchte ich jetzt gleich ein Augen-Make-up schminken. Und es ist ja jetzt nicht wirklich so ein Vorbereitungslidschatten, ist leider nicht drin. Also ich gebe mir ja gerne so einen neutralen Lidschatten auf mein Auge oder auch zum Verblenden. Ich habe mir jetzt von Essence mal einen aus meiner Kiste gekramt. Das ist die 14 Chili Vanilli. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, jetzt nach der Sortimentsumstellung, vielleicht in der großen Theke. Es ist ein schöner Cremeton, der ist fast weiß. Ich würde aber eher sagen, so mehr so cremig. Und damit möchte ich halt mein Auge jetzt gleich vorbereiten. Ja, vielleicht habt ihr ja Lust. Ihr könnt ja mal gucken bei Douglas. Ich finde, ja, 29 Euro ist nicht gerade wenig. Aber ich habe mich quasi jetzt vorbelohnt. Ja, ich erzähle euch das jetzt mal, warum ich... Das funktioniert bei mir immer ganz gut, wenn ich mich vorbelohne. Obwohl ich noch gar nicht eigentlich die Belohnung verdient hätte. So, ich fange jetzt mal an. Also ich habe mich jetzt quasi schon fertig geschminkt, aber ich habe noch keine Lidschattenbase drauf. Und ich habe mir letztens, ich war vor 2 Tagen kurz im Rossmann und habe mir nochmal von Rival de Lupien die Eyeshadow Base gekauft. Die ist ja super günstig und die hatte ich früher schon mal und die ist klasse. Die ist noch zugeschweißt. Oh, kriege ich die jetzt aufgedreht? Mist! Ja, das ist natürlich schön. Die schmeißen ihre Sachen immer zu. Und jetzt habe ich ein Problem. Ja, also ich kann ja schon mal anfangen zu erzählen. Für mich ist jetzt quasi, ich stecke mitten in der Fastenzeit. Die hat ja nach Karneval Aschermittwoch. Also bei uns, ich bin ja katholisch und da ist das bei uns halt so ein Thema. Ich weiß nicht, ob das bei den Evangelien auch so ist. Müsst ihr mir mal sagen, wer von euch evangelisch ist und wer das kennt, die Fastenzeit. In dem Zeitraum, es sind 40 Tage, wo ich das jetzt gerne durchziehen möchte. Ja, was ist denn hier los? Jetzt klebt mir hier der Streifen am Finger. Jetzt bin ich raus. Ich kämpfe gerade mit dem Verschluss. Also das ist so. Von Aschermittwoch bis Karsamstag, also einen Tag vor Ostern, ne, vor Ostersonntag, da endet das Ganze, Karsamstag. Das sind 40 Tage, ist jetzt die Fastenzeit. Und letztes Jahr habe ich gar nicht gefastet, also ich mache das nicht immer. Und dieses Jahr habe ich mir gesagt, möchte ich, ja, man soll quasi auf das verzichten, versuchen, auf irgendwas zu verzichten, was man gerne hat, gerne isst, gerne macht. Und ich esse ja leidenschaftlich gerne Süßkram, jeden Tag irgendwas Süßes, Schokolade, Kuchen, Eis, abends dann was zu knabbern. Ich glaube, ich muss mir ein Messer holen. Oh, Moment. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Genau, und ich habe jetzt gesagt, meine Schwester macht das auch und meine Mutter, wo ich früher noch zu Hause gewohnt habe, haben wir das auch öfters gemacht. Also eigentlich immer auf Süßkram verzichten. Und das mache ich jetzt gerade seit Aschermittwoch. Das heißt, ich verzichte jetzt nicht vollkommen auf Zucker, weil Zucker ist ja in Brot, in Wurst, ist ja überall. Es gibt ja fast nichts, wo kein Zucker drin ist. Ne? Aber ich verzichte auf meine Naschereien. Ja? Und ja, also das heißt Schokolade, alles was aus Schokolade ist, Nutella. Habe ich auch mal eine Zeit lang gerne gegessen. Nutella ist auch nicht erlaubt. Chipse, Kuchen, Gebäck. Ja, darauf verzichte ich jetzt komplett. Und bisher klappt es auch schon ganz gut. Was ich natürlich weiterhin essen darf. Und so macht es meine Schwester auch. Weil meine Schwester oder meine Mutter auch, die isst gerne auch morgens was Süßes. Honig. Also ein bisschen Honig oder halt Marmelade. Das ist aber, für mich ist es jetzt wirklich dieser ganze Süßkram. Ich habe ja wirklich so viel Schokolade am Tag gegessen. Oder sei es mal eine Milchschnitte aus dem Kühlschrank. Eis.
Ja, Schokolade in jeglicher Art und Weise und wirklich abends dann noch vom Fernseher Chipse, Flipse, Salzstangen. Ja. Also ich muss sagen, so nachmittags, da, Moment, jetzt halt, ja, ich habe es offen. So sieht die aus. Die schimmert so ein bisschen und ich hole euch jetzt mal ein bisschen ran. So. Und ich glaube, wir schminken auch. Naja, mal gucken, ob ich euch mitnehme bei beiden Augen. Jetzt bin ich mal mit dem Finger reingegangen. So, ja. Und dann habe ich bei mir funktioniert das komischerweise immer ganz gut. Ich habe mir dann gedacht, weil das ist wirklich für mich nicht einfach, wenn man jeden Tag Süßkram, ihr kennt es ja selber, ne? Ich denke mal, es ist schwierig wirklich auf Zucker zu verzichten, besonders auf Süßigkeiten. Und ich liebe einfach Schokolade oder M&M's. Hier die blauen M&M's, die liebe ich. Die sind auch noch, also unser Wohnzimmerschränkchen, da wo wir die Süßigkeiten aufbewahren, der ist noch gut gefüllt. Ja, Olaf, der macht jetzt nicht mit bei der Fastenzeit. Also der isst abends noch Schoki. Ja, und ich habe zum Beispiel dann gestern, also mir Weintrauben zum Beispiel dann gegessen, wenn ich Hunger auf Süßes habe, esse ich jetzt vermehrt wirklich Obst, mache mir einen Obstsalat. Und ja, bisher funktioniert es ganz gut. Ist ja jetzt auch noch nicht lange her, ne? Ich glaube, es ist jetzt der fünfte, Aschermittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, ja. 5 Tage jetzt mal gerade. Aber was ich merke schon was Positives. Also meine Finger sind morgens nicht mehr so geschwollen. Hier, mein Ehering, den kriegte ich morgens gar nicht vom Finger gezogen. Das hat irgendwas mit dem Zuckerhaushalt zu tun. Meine Schwester hat ja Ernährungswissenschaften studiert, also Ökotrophologin. Und die hat mir das gestern, als wir fertig waren mit Joggen, hat sie mir da was erklärt, was ich jetzt aber schon wieder vergessen habe. Warum? Ja, warum es mir jetzt besser geht und warum meine Gelenke nicht mehr, also gerade die Finger hier, nicht mehr so angeschwollen sind. So, ja, jetzt haben wir die Eyeshadow Base drauf. Ich finde die wirklich gut. Ja, ich dachte mir, ich nehme die mal wieder mit. Und so, genau. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr auch jetzt während der Fastenzeit fastet, ob ihr auf irgendwas verzichtet. Und ich meine auch, ich hätte schon ein paar Gramm verloren. Das ist natürlich ein kleiner, schöner Nebeneffekt, dass man jetzt auch ein bisschen Gewicht verliert. Ich meine, ich bin jetzt nicht irgendwie übergewichtig. Also ich würde sagen, naja. Aber ich möchte so, ich habe mir vorgenommen, so bis zum Sommer so 5 Kilo abzunehmen, dass ich auf meine 55 Kilo wieder komme. Das ist nämlich so mein richtiges Wohlfühlgewicht bei einer Körpergröße von 1,62. Im Moment habe ich, glaube ich, so knapp über 60 Kilo. Und ja, so, jetzt fange ich an mit dem Essens-Chili Vanilli. Und den trage ich mir jetzt mal komplett auf mein Auge erstmal auf, bis hoch zur Augenbraue. Dann kann ich gleich die anderen Lidschatten, hoffe ich, besser verarbeiten. Ich weiß ja nicht, wie die sich verblenden lassen. Und ich habe halt gemerkt, wenn ich schon so eine leichte Farbe vorab aufs Auge gebe, dann macht sich das Verblenden und Verarbeiten der Lidschatten hinterher einfacher. So, und jetzt hole ich mir mal den Spiegel. Ja, also ihr könnt mir mal schreiben, ob ihr auch auf was verzichtet. Oder viele, denke ich mal, kennen das auch gar nicht, Fastenzeit, ne? Wer jetzt da nicht so drin ist in der Thematik. Ich kenne es halt von zu Hause und mache das, wie gesagt, nicht jedes Jahr, aber ja, jetzt dachte ich mir, mach mal wieder und verzichte auf deine ganzen Süßigkeiten. So. Ja, jetzt, was nehmen wir denn jetzt mal hier? Ist natürlich jetzt eine bunte Angelegenheit. Ja, ich wollte jetzt gerne anfangen mit meiner Lidfalte hier und habe natürlich jetzt schöne knallige Farben zur Auswahl und benutze da übrigens zur Eva 231. Der hat, finde ich, die beste Größe, um hier direkt in der Lidfalte Lidschatten aufzutragen. Ja, welche nehme ich denn jetzt in der Lidfalte? Irgendwie,
Soll ich Orange nehmen oder Grün? Ich überlege gerade, Grün oder Orange. Ich glaube, ich nehme Orange. Ja. So, gehe jetzt mit der Pinselspitze vorsichtig in das Orange. Wollen wir erstmal uns langsam rantasten. Oh, okay. Vielleicht hätte ich doch einen anderen Pinsel nehmen sollen. Einen fluffigeren. Irgendwie sieht das komisch aus. Eieiei, Moment. Ich nehme, glaube ich, doch einen anderen Pinsel. So, jetzt habe ich mir mal von Real Techniques hier so einen, das ist auch ein Crease-Pinsel, und zwar der Deluxe Crease Brush, das steht hier, da. Der ist natürlich um einiges breiter. Da gehe ich jetzt nochmal in das Orange. Und jetzt gucken wir mal einfach. Ja, ich glaube, das ist besser. Heidewitzka. Das ist aber auch ein schönes Orange, wa? Ja, das trage ich mir jetzt mal einfach nur in die Lidfalte auf. Und ein bisschen höher, weil durch die Größe des Pinsels lässt sich das gar nicht vermeiden. Aber ich mag das ja, wenn man dann so ein bisschen was sieht. Wenn ich die Augen, ja, wenn ich so gerade ausgucke, dass man hier so ein bisschen was sieht. Ja, das ist schon was Knalliges. So, jetzt gucke ich mal hier in den Spiegel und ja, vielleicht lege ich gleich noch ein bisschen nach. Jetzt trage ich mir das hier auf, ja. Ja, also gestern war das Wetter wirklich hier super schön. Wir hatten zwar nicht mega viel Sonne, aber wir hatten 15 Grad und trocken. Das war herrlich, das war richtig schön zum Laufen, zum Joggen. Hat richtig gut getan. Und da wir ja jetzt eine Pause wieder hatten, haben wir es jetzt auch nicht übertrieben. Also so knapp über 6 Kilometer. Wollen wir mal den Frühling ein bisschen locken. Das sieht natürlich jetzt so ein bisschen komisch aus, aber ich werde es hinterher auch noch, denke ich mal, etwas besser verblenden. Das kann man mit dem Pinsel ganz gut, ne? Also, oh, der. Ja, ich glaube, ich sollte die Pinsel auch dann gleich reinigen. Das ist doch schon mal ein schönes Orange. Jetzt kann ich ja nochmal den dünneren Pinsel nehmen und hier, ich möchte den gerne bis hier vorne hinziehen. Das klappt, glaube ich, mit dem Pinsel besser. So ein bisschen hier vorne rein. So, damit das nicht so abgebrochen aussieht. Oder unterbrochen. Ja, ich lasse es jetzt erstmal so. Das soll mir was geben. Ich nehme jetzt von Essence hier den kleinen Smoky Pinsel und gehe jetzt mal in den größeren Lidschatten, in den helleren, der eben so schön changiert hat. Dann nehme ich ein bisschen auf und gebe mir das erstmal jetzt hier in den Augeninnenwinkel. So. Ja, das gefällt mir schon ganz gut. Ja, der schimmert so schön, der changiert. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. So, das reicht erstmal. Vielleicht nehme ich hinterher noch was nach. Okay. So, ja, und jetzt nehme ich mir den schwarzen kleinen Evelyn-Pinsel und gehe in das Gelb. Jetzt gucken wir mal. Ja. Und den trage ich mir hier vorne auf. Mal schauen. Also die sind echt knallig, super pigmentiert. Und hätte ich wirklich nicht gedacht, dass die so gut pigmentiert sind. Weil von Smashbox habe ich ja so eine größere, die Double Exposure oder wie die heißt. Wo man die Lidschatten trocken wie auch feucht auftragen kann. Und die ist jetzt nicht so knallig. Also, ne? Aber wie gesagt, die gibt es dann auch in dezenteren Farbzusammenstellungen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele. Ich glaube, mit der hier waren es insgesamt 4 Paletten, meine ich. Ja, ich glaube, den Pinsel mache ich sauber und benutze ihn weiterhin, weil der so schön klein und schmal ist. Aber bei dem Pinsel, kann man das sehen, da hat jetzt der Lidschatten, seht ihr das? Ich habe noch nicht abgepustet, also das Orange hat nicht so gekrümelt mit dem Zoeva-Pinsel, aber hier, ja, es kommt drauf an, mit welchem Pinsel man da reingeht.
So, ich glaube, jetzt möchte ich gern das Grün benutzen, oder? Oder das Pink? Nein, ich nehme das Grün. Ich gehe jetzt in das Grün. Gucke ich erstmal hier in die Kamera und tupfe das erstmal auf. Ja, ich habe natürlich jetzt mich schon vorgeschminkt, weil ich sag mal so Schminkvideos, die dauern immer mit der, wenn man die bearbeitet. Und hätte ich jetzt ein Full-Face-Schminki gemacht, dann glaube ich nicht, hättet ihr das Video jetzt schon am Sonntag gesehen. Ach, das gefällt mir aber auch. Das ist so ein richtig schönes Frühlingsgrün. Wow! Man braucht echt nur kurz reingipsen, Pinsel ausschlagen und ihr seht, schon hat man die volle Farbabgabe. Ist das denn ungefähr gleich? Ich muss noch ein bisschen verblenden gleich ineinander. Vielleicht lege ich auch Gelb gleich nochmal nach. Aber das ist echt... Ich weiß auch nicht, ich stehe drauf. Ich glaube, ich nehme diesen Pinkton. Ja, Pink. Ja, schon, so ein dunkles Pink. Moment, jetzt gucke ich wieder zu euch in die Kamera. Gehe schon mal hier über die Kanten. So ein bisschen drüber. Vielleicht setze ich mir das Rot auch noch hier ein bisschen in die Lidfalte und mische das mit dem Orange. Doch hier ein bisschen mehr kann ich noch nehmen, glaube ich, ne? Ja, das mache ich auch wieder mit dem gleichen Pinsel. Der ist echt gut dafür. So. Haben wir das komplette Lid ausgefüllt. Das sieht mir jetzt, mache ich den Pinsel nochmal sauber, das sieht mir ein bisschen abgehackt aus hier. Ich gehe jetzt nochmal hier über die Verbindungen. So. Ein bisschen blenden. Ineinander, die Kanten hier. Ich habe ja schon gemerkt, das Orange, wenn du da drüber gehst und blendest, es kann sein, dass das gleich schwierig wird, wenn ich das verblenden möchte. Aber gut. Aber ich möchte auch gerne eigentlich, also ich möchte alle Farben benutzen. Das heißt, wir müssen jetzt noch das Blau benutzen, das Rot und den Glitzernden. Ich glaube, mit dem Glitzernden ziehe ich meinen Lidstrich. Und jetzt mache ich mal Folgendes und nehme tatsächlich mit dem großen Pinsel, den mache ich gerade mal ein bisschen sauber auf dem Kosmetiktuch und gehe jetzt vorsichtig in das Rot, nur so ein bisschen, und gehe hier außen und blende das über den Orangeton. Ich gucke dabei jetzt in den Spiegel, da habe ich bessere Licht- und Sichtverhältnisse und ich hoffe, ihr seht es trotzdem. Ja, es wird etwas röter. Ziehe mir das so leicht auf den Knochen hier. Ja, das haut rein. Aber ja, ich bin jetzt schon begeistert von der Palette und ich glaube, die darf dann auch mit. Ihr werdet es sehen. Also ich denke, ich drehe euch ein kurzes Video ab auf meiner Chorreise. Was nehme ich mit? Das habe ich schon mal gemacht, glaube ich. Da habe ich aber auch viel zu viel mitgenommen. Also ich möchte jetzt nicht so viel mitnehmen. Höchstens zwei Paletten. Hammer! So, jetzt versuchen wir mal mit einem etwas... Ich glaube, ich nehme... Ja, das ist auch der Deluxe Crease Brush in dieser wunderschön limitierten Auflage. Ich glaube, damit versuche ich jetzt zu blenden. Und nehme mir noch mal ein bisschen Chili Vanilli von Essence, so ein bisschen, tupft das erstmal hier unter den Augenbrauenbogen und dann gehe ich jetzt hier und versuche das noch ein bisschen hübscher zu verblenden. Wenn ich jetzt so einen fluffigen Blendepinsel genommen hätte, dann glaube ich, hätte das nicht so gut funktioniert, aber der hier ist schön festgebunden und man sieht auch, wie schön er sich verfärbt, aber ich glaube, ihr könnt es sehen, es funktioniert. Gott sei Dank. Aber das war mir zu scharfkantig und auch zu viel. So.
Und jetzt überlege ich ja. Jetzt haben wir noch das schöne Blau und den. Aber ich glaube, dieser hier, dieser helle, den lasse ich nur im Augeninnenwinkel. Ich finde, das ist sonst, glaube ich, zu viel, wenn ich mir den auch noch unter den Augenbrauenbogen gebe. Ja, ich lasse das erstmal. So. Tata. Gut. Ja. Ich würde sagen, das Blau, das schöne dunkle Blau hier und den glitzernden, schimmernden müssen wir noch benutzen. Doch, also die haben sich, ich meine, klar, man, blenden ist immer wichtig und ich könnte jetzt noch ein bisschen mehr vielleicht blenden. Vorsichtig. Aber ist okay erstmal. Ja, ich mag's. So, dann nehme ich mir jetzt einen, Moment, abgeschrägten Pinsel hier. Und komme mal ein Stückchen näher. Und überlege, ich nehme das Blau, glaube ich, jetzt erstmal und setze mir das an den unteren. Ich meine, ich könnte jetzt auch Folgendes machen, das habe ich auch schon mal gemacht. Diese Farben hier unten widerspiegeln. Das heißt, hier trage ich mir den Bärenton auf, den Grünton und den Gelben. Aber ich möchte das Blau auch gerne. Will ich mir das Blau jetzt noch hier auch... Ach nee. Ich gehe jetzt in das Blau. Zwar auch schön ausklopfen. Und setze mir das an den unteren Wimpernkranz. Das ist echt ein schönes Blau. Also in dem Fännchen erscheint es etwas dunkler. Klar, aber hier... Ja, und der ist echt irgendwie irre. Hätte ich nicht gedacht, dass der so schön changiert. Wir können das Ganze gleich auch noch ein bisschen verblenden unterm Auge. Ja, es krümmelt natürlich mehr. Also mit diesen abgeschrägten Pinseln, wenn ihr damit in so einen Lidschatten reingeht, ist euch vielleicht auch schon aufgefallen, das krümmelt einfach ein bisschen mehr. Hiermit hätte ich mir jetzt auch gut vorstellen können, oben einen Lidstrich zu ziehen, aber das möchte ich jetzt wirklich mit dem glitzernden oder mit dem schimmernden. Ja, da könnten wir jetzt noch mit einem, ich habe hier so einen mit so einem, was ist das, von Rossmann, For You Beauty, das ist hier vorne so ein schönes, spitzes Schaumstoffkissen und gehe einfach mal hier und verblende dieses Blau so ein bisschen. So, das mache ich jetzt auf der anderen Seite. Jetzt komme ich mal wieder zu euch näher, jetzt mache ich den Pinsel mal eben hier so ein bisschen sauber. Und ja, jetzt kommen wir noch zu dem letzten Lidschatten aus der Palette, zu diesem, genau, der so ein bisschen changiert auch. Ja, der hat ganz kleine Partikel auch, meine ich. Und den dipse ich mir jetzt hier oben auf. Ich sehe gar nichts. Seht ihr was? Nee, also da kommt der nicht gut raus. Ich kann ja mal, schade, ich kann ja mal Folgendes machen. Ich tupfe mir den jetzt mal hier über das Blau. Und dann changiert das so ein bisschen. Und ich glaube, dann gebe ich mir oben auch das Dunkelblau. Oder ich lasse es so, soll ich es so lassen? Aber ich finde, gerade bei so bunten Lidschatten sieht das immer schön aus, wenn man oben den Wimpernkranz verdunkelt. Ja, hier fällt es, also hier oben merke ich schon, also das ist nichts. Aber über diesen Lidschatten sieht man, glaube ich, so ein bisschen den Unterschied. Ja, okay, machen wir es so. Das Ganze sieht jetzt so aus. Gefällt mir auch, ja. So, und jetzt würde ich sagen, hoppala. Nehme ich nochmal den abgeschrägten Pinsel, mache den sauber und gehe nochmal in das schöne Blau. Und hoffe, dass man das jetzt sieht über den anderen Lidschatten. Ah, ich glaube schon. Ja. Ja, da freue ich mich auch schon drauf, wenn ich... Oh, haben wir ein bisschen dick aufgetragen, wa? Ah, der abgeschrägte Pinsel ist auch ein bisschen breiter. Aber gut, dann tragen wir heute mal dick auf. Das sieht jetzt so aus
Und ich muss sagen, es ist schön bunt und mir gefällt das Blau da oben. Sieht bestimmt auch schön aus mit einem schwarzen Eyeliner. Aber ich wollte ja jetzt die Palette großzügig ausnutzen. Und hier unten mit dem etwas schimmrigen, da drüben, das gefällt mir auch. Ja, doch. So, jetzt möchte ich aber noch gerne ein bisschen auffrischen. Das heißt, ich nehme jetzt mit dem Evelyn-Pinsel von vorhin noch mal ein bisschen Produkt auf und tupfe das so ein bisschen. Obwohl das Gelb hätte ich, glaube ich, am wenigsten auffrischen müssen. Naja. Hoffe, ich versaume jetzt den Lidstrich nicht. So, dann noch mal ein bisschen Grün. Das gefällt mir nämlich besonders. Einfach noch mal ein bisschen drüber tupfen. Ah, das ist der Hammer. Also die Farbabgabe. Ich glaube, ich muss das Blau gleich den Lidstrich noch mal intensivieren. Pinsel sauber machen und natürlich auch hier in den schönen Dunkelpink, sage ich jetzt mal. Das ist nämlich am wenigsten noch vorhanden hier. So, ein bisschen auftragen noch mal. Na. Okay. Pinsel sauber machen und ein bisschen verblenden. So. Und ein klein wenig nehme ich jetzt mit dem abgeschrägten Pinsel nochmal nach und gehe nochmal die Linie nach. Aber brauche nicht viel, ne? Jetzt muss ich hier nochmal in den Spiegel gucken. So, ein bisschen. Ja. Genau, ganz so viel Fallout habe ich auch nicht. Sehe ich. Das gefällt mir ganz gut. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, wenn ich was ausprobiere, dann auch richtig. Und ihr habt gesehen, ich habe jetzt alle Farben benutzt, selbst das Rot hier. Und für mich ist wichtig, wirklich bei so krassen Farben das Verblenden. Und es ist ja fast alles matt, bis auf so ein bisschen Leuchtreflex jetzt durch den einen, den ich mir hier drüber gegeben habe. Genau. Ist alles Geschmackssache. Mein Geschmack ist es auf jeden Fall. Und ich kann sagen, dass die Palette durchaus empfehlenswert ist. Wer vielleicht noch eine bunte Palette sucht, so eine kleine mit Spiegel zum Zuklappen und mit diesem schönen Wackelmotiv. Ja, und jetzt machen wir noch ein bisschen... jetzt habe ich die Mascara vergessen. Das kann doch wohl nicht sein. Moment, dann machen wir erst Folgendes. Sehen wir das mal aus der Ferne. Ich trage mir jetzt den Lippenstift auf. Diesen schönen Nadine's Berry. Und ich glaube, kann ich das ohne Lip Liner machen? Ich versuche es. Ja. Ja. Hallo Puma. Ah, Puma kommt mich gerade besuchen. Hat Durst. Naja, aber für auf die Schnelle. Er fühlt sich super cremig an. Und ich vermute mal, das ist jetzt nichts Langanhaltendes. Also nach dem Trinken, Essen. Ich muss immer auf mein buntes Augen-Make-up gucken. Ich finde es cool. Nee, also der Lippenstift gefällt mir sehr, sehr gut. Ist natürlich, auf der Zähne gefällt er mir nicht so, ist natürlich jetzt sehr bunt, ne? Ich meine, aber ich finde, der Lippenstift geht noch so gerade. Ne? Wenn man so ein buntes Augen-Make-up trägt, wie ich jetzt, dann sollten die Lippen eher zurückgenommen werden, beziehungsweise entweder gar nicht geschminkt, nur ein Lippenpflegestift oder, ne? Aber, was meint ihr? Ich finde, das geht noch so gerade. Das ist wirklich eine schöne Farbe. Und ja, Nadine's Berry. Und jetzt hole ich mal eben die Mascara. Das ist ja, die habe ich euch letztens auch gezeigt. Ganz kurz von Astor. Diese Butterfly, die probieren wir jetzt aus. So, da bin ich nochmal zurück.
mit der neuen Mascara. Habe ich mir ja im DM gekauft, weil Astor geht ja komplett raus. Also bei unserem DM geht Astor komplett raus. Und deshalb gab es da jetzt neulich 50% auf alles. Ja, und dann habe ich halt für die Hälfte mir die Big Butterfly Mascara mitgenommen. Diese hier. Die habe ich jetzt schon einmal ausprobiert. War relativ zufrieden, aber der Auftrag ist nicht so einfach, weil die Bürste so... Warte mal, geht da noch was? Geht da noch was? Ich zeige euch mal die Bürste. Ja, die ist halt sehr, sehr gekrümmt. Und da weiß ich nie immer so genau, ja, welche Seite, wie ist es am besten, vor allem unten die Wimpern. Und ich glaube, ich habe mir auch ein bisschen angemalt. Ich nehme sie jetzt mal so. Vom Endergebnis war ich ganz angetan. Und ich glaube, das war vorgestern, genau, da habe ich die das erste Mal ausprobiert. Aber muss ich konzentrieren. Durch diese geschwungene Form, dass man sich nicht anditscht. Gehalten hat sie den Schwung sehr schön bei mir. Verlängern tut die jetzt nicht. Gibt ein bisschen Volumen. Und jetzt drehe ich sie mal. Ich glaube, dann komme ich besser hier vorne im Augeninnenwinkel klar. Bei meinen kürzeren Wimpern. Und sie hat auch den ganzen Tag gut gehalten. Ich hatte vielleicht zwei kleine Krümmel unterm Auge, aber da war die wirklich von morgens bis abends drauf. Ja, es geht ganz gut. So, ein bisschen hin. Oh, mein Magen knurrt. Falls ihr gerade was grummeln gehört habt. Es geht jetzt auf Mittag zu und ich hoffe, dass ich es wirklich schaffe, dass ich euch dieses Video noch heute Abend online bringen kann. Und die Ersten es von euch jetzt Sonntagabend sehen. So, also man muss wirklich sich konzentrieren. Und ich weiß jetzt auch noch nicht genau, wie rum es am besten ist. Aber es ist wirklich eigentlich eine tolle Mascara. Weil sie auch ein bisschen Volumen gibt. Ne? Sie vermatscht jetzt nicht komplett die ganzen Wimpern. Aber wie ihr hoffentlich sehen könnt, ist eigentlich eine schöne Mascara. Ein schönes, tiefes Schwarz. So, und jetzt versuche ich unten. Da habe ich, glaube ich, oh, hoppala, die dickbauchige Seite, die nach oben absteht, die habe ich dann so genommen. Ich glaube, das klappte am besten. Ich habe gerade eben, als ich die Mascara geholt habe, die hatte ich noch im Schlafzimmer an meinem Schminktisch, da habe ich in den Spiegel geguckt und ich glaube, also dieser Lippenstift, den ich jetzt trage, ist vielleicht doch ein bisschen zu knallig für mein Augen-Make-up, weil mein Make-up knallt, ne? Und ich glaube, ich werde gleich meinen Viva Glam 5, der ist nudiger, der ist nicht so auffällig, der schimmert nur so ein bisschen. Ich glaube, den werde ich gleich auf die Lippen machen, weil es ist doch ganz schön... Ne? Eine schöne beerige Farbe und vielleicht ein bisschen zu viel Farbe auf den Lippen. So, also man muss sich konzentrieren, aber es geht. So. Und das wirkt gleich total anders, ne? Mit Mascara. Ich lasse das jetzt erstmal so. Ich finde es schon für eine Schicht ganz okay. Ich tusche mir mal eben schnell die andere Seite. Moment. So, ich habe fertig. Ja, so, jetzt könnt ihr das Augen-Make-up noch mal aus der Nähe genießen. Oder mit dem Kopf schütteln und sagen, Nadine, das ist aber ein bisschen bunt. Ja, ich weiß, dass das bunt ist. Ich meine, ich könnte mir jetzt den auch noch hier gut vorstellen, aber irgendwie mache ich... Oh, mein Magen knurrt, sorry. Irgendwie lasse ich es jetzt so. Ich glaube, ja, es ist wirklich... Eine sehr interessante Palette, sehr, sehr schön und ja, jetzt habe ich wirklich alle Farben ausprobiert, hätte ich auch nicht gedacht, ne? Orange, Rot, Gelb, Grün, also wenn es jetzt nicht bald Frühling wird, dann weiß ich auch nicht. Okay, beim Lippenstift, da bin ich noch zwiegespalten, da weiß ich jetzt nicht, ist es zu knallig bei dem Augen-Make-up oder geht es noch so gerade, das könnt ihr mir ja mal schreiben.
Aber ich bin jetzt froh. Ich freue mich sehr über die Palette, bin sehr zufrieden. Die Mascara muss man aufpassen, ne, durch dieses gewölbte, geschwungene. Sie macht ein schönes Ergebnis. Gefällt mir sehr gut. Man muss nur beim Auftrag, dauert es ein bisschen, weil, ne, damit man sich nicht antitscht. Und den Lippenstift finde ich toll. Nadine's Berry. Ja, müsst ihr mal schauen, da gibt es noch aus der Lip 4-Reihe andere Vornamen. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele und welche Namen. Ja, ich gehe heute, ja, was heißt ich gehe heute? Wir machen uns heute einen ruhigen Sonntag und wenn es gleich noch weiterhin so trocken bleibt, denke ich mal, werden Olaf und ich gleich noch einen schönen Spaziergang machen mit Puma. Und ja, es kann sein, dass ich dann mal vielleicht ein bisschen länger angeschaut werde, wenn uns jemand entgegenkommt, weil es ist ein auffälliges Make-up, aber ich mag es und ich doch finde es schön. Ich bin zufrieden und das ist ja das Wichtigste. Ist ja alles immer Geschmackssache, ne? Aber ich stehe halt auf alles. Auf dunkel, auf nude, auf bunt, auf schimmernd, auf... Ja, und heute mag ich es gerne bunt. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen super tollen Start in die neue Woche. Ja, und freue mich auf euer Kommentar, auf eure Kommentare, auf euer Feedback und freue mich ganz, ganz doll natürlich auch, wenn ihr im nächsten Video wieder einschalten würdet. Und bis dahin, bleibt mir gesund und bis hoffentlich ganz bald, eure Nadine.